Der Mond im Krebs. Ja, das ist ein sehr schönes Placement, weil sozusagen der Mond ja ein, beziehungsweise jeder Planet ja ein Tierzeichen regiert. Und der Mond regiert das Tierzeichen Krebs. Und das heißt, der Krebs befindet sich in seinem natürlichen Zuhause, wenn er im Mond steht. Und das Schnarchen, das ist mein Kater, falls ihr den hört. Ich lasse ihn einfach mal, weil er sieht so süß aus. Ja, machen wir weiter. Wo war ich denn? Ja, der Mond im Krebs. Diese Leute wirken allgemein sehr natürlich, sehr zugewandt und freundlich. Aber der Mond im Krebs ist einer großen Herausforderung gestellt und das sind seine eigenen Emotionen. Und wenn ich das sage, spreche ich von mir selbst, weil ich habe den Mond im Krebs und einiges habe ich gelernt darüber zu wissen, in welchem Zeichen ich den Mond habe. Grundsätzlich gilt für den Mond im Krebs sehr, sehr starke Emotionen, ein Auf und Ab, wie Flut und Ebbe oder wie, weiß ich nicht, Sturm und sonstiges. Weil, ja, das Wasser, der Mond regiert ja allgemein auch das Unbewusste, also auch da, wo unsere Psyche, unsere Ängste liegen. Und wenn der Mond sozusagen, oder allgemein, wenn ein Tierzeichen in seinem natürlichen Regenten steht, dann ist deren Wirkung sozusagen doppelt ausgeprägt. Also, ja, Emotionen sind doppelt so schön und doppelt so schlimm quasi. Und das ist zum Beispiel bei diesen Tierzeichen oder bei dem Mond im Krebs so, dass sie eben ja, sehr tiefe Emotionen verspüren, zum Beispiel weinen in einer sehr glücklichen Situation oder lachen müssen, wenn es ganz, ganz schlimm wird. Das gilt, glaube ich, so für alle Zeichen vom Wasser im Mond oder Mond im Wasser allgemein. Und allgemein haben auch alle Mond im Wasserzeichen sozusagen, die ersten 30 Jahre, würde ich sagen, sind eigentlich so die schwierigen, weil sie ja ihren emotionalen Körper sehr stark sich auseinandersetzen müssen. Und diese Zeichen kommen halt auch mit einem gewissen Karma. Und wenn ich von Karma spreche, dann sind es einfach gewisse Sachen, die diese Tierzeichen versprochen haben, auch zu meistern oder wo es halt auch wirklich vielleicht mehr Herausforderungen gibt. Das heißt, dieses Video kann auch ein bisschen länger werden, als wie zum Beispiel vom Stier, der mit sehr, sehr guten Karma geboren wurde. Ja, aber wir können ja mal ein bisschen drauf eingehen. Und beim Krebs ist es ja so, wie ich gesagt hatte, wenn die Emotionen auf und ab sind, dann ist ein Indiz sehr stark seine Launen. Und das ist eben genau das, dieses, ja, in einem Moment super glücklich sein und im nächsten Moment sind diese Tierzeichen oder Mond im Krebs, Leute, plötzlich irgendwo anders und ihnen geht es total schlecht und keiner weiß warum. Und das mag für außen auch ein bisschen verwirrend sein, nicht immer nachvollziehbar. Und da muss man sich, glaube ich, wirklich auch stark von distanzieren. Also das hat per se nichts unbedingt mit dem Gegenüber zu tun, sondern viel mit sich selbst oder mit dem, was von außen auf diese Tierzeichen, auf diesen Mond kommt, was er quasi wie so ein Schwamm aufsaugt und gar nicht weiß, woher das jetzt gerade kommt. Und ich erkläre auch mal ein bisschen, wie es denn dazu kommt. Und ich hatte es ja auch sozusagen angekündigt, dass ich ein bisschen darauf eingehen möchte, wie familiäre Gegebenheiten waren, welche Erfahrungen du möglicherweise gesammelt hast, die sozusagen zu deinen emotionalen Verhaltensweisen, die du jetzt hast, führen oder geführt haben. Und beim Krebs ist nun mal das Thema auch allgemein sehr stark die Familie. Also die Familie ist das, wofür der Krebs brennt. Der hat sehr wahrscheinlich eine starke Verbindung zu der Familie. Und der Mond im Krebs kommt eben mit einem nicht so guten Karma, also mit einer eher schwierigen, herausfordernden Kindheit. Und man sagt auch ganz oft, dass das irgendwas zu tun hat mit dem Verlust der Eltern. Also vielleicht Waisenkinder, vielleicht sind die Eltern gestorben, vielleicht waren die Eltern in irgendeiner Art und Weise abwesend. Vielleicht hat sich die Rolle der Eltern irgendwie verändert, also vielleicht ist jemand krank geworden. Und da kommen viele Herausforderungen mit, die sozusagen dich geprägt haben, in dem, wie du aufgewachsen bist. Und dass dieser Verlust, also dieser Verlust von irgendwie einer Sicherheit oder von einer besonderen Person oder diesen allgemein dieses Gefühl, wird in dem Horoskop durch den Krebs präsentiert, also auch alles, was damit zu tun hat. Also nicht nur das Zeichen Mond, sondern auch zum Beispiel dein viertes Haus, dein Imum Coeli, wenn jetzt dort irgendwas ist, oder wo du eben das Zeichen Krebs sonst im Tierzeichen, also im Horoskop stehen hast. Also das sind alles so Indizien, die dir auch zeigen, wo dein Unbewusstes liegt, wo vielleicht Sachen für dich verborgen oder tiefe Ängste oder Erfahrungen gewesen sind. Und allein beim Mond im Krebs sagt man halt, dass es da diese starke Verbindung zur Mutter gab, die, weil das ist ja der Krebs, also die sehr beschützende, fürsorgliche Mutter, die präsent in deinem Leben war.
und du sie auch als solche wahrgenommen hast. Also Familie war etwas, wofür sie sich aufgeopfert hat, wo sie immer da war und wo sie sozusagen, ja, immer dafür gesorgt hat, dass alles da ist, was ihr braucht oder was du brauchtest. Aber hast du zum Beispiel den Mond im Krebs, kannst du ja selber mal schauen, wie es in deiner Kindheit war. Und was man so ein bisschen sagen würde, ist zum Beispiel, dass deine Mutter vielleicht, ja, eben wie ich gesagt hatte, ihre Zuneigung über Dinge für eine Fürsorglichkeit ausgedrückt hat. Also sie hat zum Beispiel dir Essen gemacht und hat dir immer deine Klamotten gemacht und war immer für dich da. Aber es kann zum Beispiel sein, dass sie sehr selber sehr emotional war. Also dass sie zum Beispiel hypersensibel war, emotionale Ausbrüche hatte oder diese eben zum Beispiel auch gar nicht gezeigt hat. Also vielleicht hat sie sich damit sehr stark zurückgezogen und mit sich selber ausgemacht. Was dich zum Beispiel in den Momenten vielleicht verwirrt hast, wo du sie zum Beispiel gebraucht hast. Also grundsätzlich ist es ja so, dass der Mond nicht von selber, der Planet Mond, der leuchtet ja nicht, sondern der wird ja angestrahlt von der Sonne. Und da geht es um Reflexion. Und das ist genau das, was der Mond auch uns widerspiegelt. Also die Interaktion mit deiner Mutter reflektiert sozusagen dich selbst. Und was man beim Mond im Krebs auch sagt, ist, dass zum Beispiel der Mond im Krebs die Emotionen zum Beispiel von der Mutter in der Kindheit auf sich genommen hat und die eigenen Gefühle projiziert hat. Das heißt zum Beispiel, kann es sein, ja, dass du erlebt hast, wie sie durch sehr, sehr schwierige Zeiten durchgegangen ist und dass du in den Momenten als Kind gar nicht damit umgehen konntest und die Gefühle ihrer auf dich genommen hast und das sozusagen auch gespürt hast. Man kann natürlich auch sagen, dass du, ja, gelernt hast, dass man durch Essen seine Zuneigung zeigt, also dass man nonverbal auch Liebe zeigen kann, ohne es wirklich, ja, zu kommunizieren. Und da kommen halt so gewisse Verhaltensweisen, die dann jetzt im Erwachsenenalter zu Vorschein treten oder Tendenzen, die man dadurch entwickelt hat. Grundsätzlich sagt man halt, dass diese Menschen sehr anfällig und sensibel für ihre Umwelt sind, also für das, was im Umfeld passiert, weil sie eben auch sehr empathisch sind. Und eben aber die Tendenz haben, sich sehr stark mit den Emotionen anderer auch zu verbinden. Also durch die Erfahrungen in der Kindheit, wo zum Beispiel man selber Aufmerksamkeit von der Mutter wollte, sie vielleicht nicht bekommen hat und mit dieser Situation nicht umgehen konnte und dann ja die eigenen Emotionen nicht als die eigenen wahrgenommen hat, sondern die der Emotionen der Mutter auf sich genommen hat, ist das eben etwas, womit der Mond im Krebs Probleme hat. Also nicht immer zu wissen, welche Emotionen eigentlich die eigenen sind. Also sehr stark in Verbindung mit den eigenen Emotionen zu sein, aber nicht immer ganz klar den Überblick zu haben, welche sind denn jetzt eigentlich meine Gefühle und welche der anderen. Ja, grundsätzlich macht den Mond im Krebs auch eine sehr fürsorgliche Persönlichkeit aus und das ist eben das, weil das etwas ist, was sie in der eigenen Kindheit erfahren haben, dass man eben durch sowas wie Kochen, Backen, ja, jemanden irgendwas kaufen oder für jemanden allgemein zu sorgen, dass man dadurch auch seine Liebe ausdrücken kann, also seine Zuneigung auch ausdrücken kann. Und der Mond zeigt dir ja in der Astrologie auch an, wo du dich wohlfühlst oder was du brauchst, um dich wohlzufühlen. Und das ist beim Krebs ganz klar das Zuhause. Also du hast gelernt, dass Zuhause eigentlich ein sicherer Ort sein soll und dass man sich dort wohlfühlt. Und dass das ein besonderer Ort ist und das ist genau das, was auch du schätzt und liebst, eben ein Ort von Sicherheit und grundsätzlich das Zuhause sehr schätzt. Also diese Menschen sind, ja, gute, klingt auch irgendwie albern, gute Hausfrauen, gute Hausmänner. Also die sind sehr gut im Haushalt schmeißen und das ist auch das, was sie brauchen. Also sie müssen grundsätzlich ihre Dinge selber machen im Haushalt, weil das gut ist für, ja, um sich gut zu fühlen. Also gewisse Dinge im Haushalt zu erledigen, tut diesen Menschen gut. Es ist einfach so. Und es geht natürlich auch darum, wie wohl man sich in seinem eigenen Körper fühlt, also in seinem eigenen Zuhause. Und das ist beim Mond im Krebs eben das, wenn er sich nicht mehr wohlfühlt, dann entwickelt er auch soziale Ängste, Depressionen. Also grundsätzlich isoliert er sich dann sehr, weil er da nicht mehr rausgehen möchte und sich nur noch in sein eigenes Zuhause, in seine Schale verzieht. Und das ist genau das, was er eigentlich nicht machen sollte, was mich eben auch zu den Herausforderungen bringt, was dieses Mondzeichen mit sich bringt. Denn wenn man sich so ein bisschen die familiäre Situation anschaut, dann hat dieser Mond eben auch gelernt, quasi sehr aufopfernd zu sein. Also die Familie immer als erstes zu stellen,
die eigenen Bedürfnisse immer nach hinten zu stellen, weil das vielleicht etwas ist, was man selber so auch erfahren hat von der Mutter, die die Familie eben an höchster Stelle gestellt hat. Und das ist genau auch die Tendenz, die diese Mondzeichen sozusagen haben können, dass sie sehr aufopfernd sind. Beim Mond im Krebs ist es so ein bisschen dieses, ja, wenn sie sich um jemanden sorgen, dann können sie sich schwer davon distanzieren. Also dann neigen die dazu zum Beispiel, dann abends im Bett zu liegen und die ganze Zeit drüber nachzudenken. Und im schlimmsten Fall mischen die sich dann auch ein, weil sie da eben das Gefühl haben, sie müssen irgendwie helfen, sie müssen irgendwie unterstützen, können dabei aber eben, ja, vergessen, sich selber auch an erster Stelle zu setzen und sich um sich selbst zu kümmern. Ja, und da ist so ein bisschen die Tendenz, wenn der Mond im Krebs nicht ausgeglichen ist, dann können das die Leute sein, die sich eben immer in die anderen Leute stürzen, in die Probleme anderer stürzen und sich immer darum sorgen und sich darum kümmern und darin aber auch, ja, sich zu verlieren. Also das wird dann sehr, sehr schwierig, sich davon zu distanzieren, emotional, und dann geht es ihnen selber auch sehr, sehr schlecht. Beim Mond im Krebs geht es wirklich darum, sich selbst zu fragen, wie viel gebe ich denn und wie viel bekomme ich eigentlich zurück? Weil immer, wenn man viel gibt, dann gibt es auch immer jemanden, der viel nimmt. Und da müssen Mond- und Krebsmenschen wirklich wissen, wo ihre eigenen Grenzen sind und diese auch immer wieder überprüfen. Und was es aber auch gibt, ist dieses, ja, so verbunden mit seinen Emotionen zu sein, dass man immer wieder in Konflikte gerät, wo man gar nicht mehr weiß, wie ich schon angesprochen hatte, was ist meins, was ist deins. Und ich fühle mich einfach nur schlecht und ich weiß gerade nicht, warum. Und da geht es auch ganz stark darum, dass der Mond im Krebs aktiv zuhört und wirklich hört, was gesagt wird und nicht das, was das nicht glaubt, das was er spürt, dass das immer wahr ist. Also auch wenn sie intuitiv veranlagt sind, können sie dazu neigen, ihre eigenen Emotionen irgendwie zu überschwemmen und dann irgendwie meinen, du hast mich gerade beleidigt und in Wirklichkeit hat dieser Mensch was ganz anderes gesagt. Und das ist etwas, wirklich darauf aktiv zuzuhören, was gesagt wird und was man dabei fühlt und den Unterschied dabei zu spüren. Und die Liste an Herausforderungen ist bei Mond im Krebs ein bisschen länger als bei den anderen. Da gibt es zum Beispiel auch eben aufgrund dieser tiefen emotionalen Verbundenheit und auch einem sehr stark emotionalen Gedächtnis, neigen diese Menschen auch dazu, an Verletzungen sehr lange festzuhalten beziehungsweise diese lange zu spüren und darin festzustecken. Also Emotionen hängen im Körper und wenn diese nicht losgelassen werden oder verarbeitet werden, dann werden diese Menschen krank. Also physisch, psychisch, je nachdem, kann das wirklich keine guten Auswirkungen haben, weil sie eben dazu neigen, sich, wie ich auch angesprochen hatte, sich zurückzuziehen. Und dieser Rückzug ist einerseits sehr wichtig, weil sie sich reflektieren müssen, gilt für alle, also für alle Menschen von uns, dass wir uns mal reflektieren sollten. Aber der Mond im Krebs neigt eben dazu, wie auch, glaube ich, alle Wasserzeichen ein bisschen, nicht mehr richtig den Cut zu finden, wann ist zu viel, wann ist zu wenig. Und sie müssen wieder rausgehen. Also soziale Kontakte sollten nicht immer so stark vermieden werden, sondern müssen auch eingegangen werden, damit eben, ja, überhaupt die Emotionen verarbeitet werden können und nicht nur mit sich selbst. Was für den Mond im Krebs auch gilt und was ja auch so ein bisschen allgemein beim Krebs bekannt ist, dass er eben zu emotionalem Essverhalten neigt. Und das ist so ein bisschen, das ruht aus diesem Sicherheitsgefühl, auch aus dem, vielleicht den kindheitlichen Erfahrungen her, wo Essen zum Beispiel einen hohen Stellenwert hatte, wo Essen zum Beispiel auch die Art und Weise der Kommunikation war. Also zum Beispiel bei mir weiß ich, Essen war immer Stabilität und Sicherheit und Komfort in der Familie. Also es gab immer Essen und es gab es immer zu bestimmten Zeiten und es gab es, wenn wir fröhlich waren, zu Geburtstagen oder auch wenn jemand traurig war, dann gab es auch das Lieblingsessen. Also grundsätzlich ein emotionales Essverhalten ist etwas, was passieren kann, was man sich erstmal bewusst werden muss. Ob man isst, wenn man nur traurig ist oder auch glücklich oder allgemein zum Beispiel auch sich das Essen verneint. Grundsätzlich die Kontrolle übers Essen zu haben, um eben mit den Emotionen, die man empfindet, irgendwie umzugehen. Und da ist es halt wirklich so, dass der Krebs im Mond oder der Mond im Krebs, so muss man sagen, sich seinen Emotionen stellt, anstatt sie zu essen. Eine große Herausforderung, ich weiß, aber es ist möglich. Was mich nämlich jetzt auch schon dann zum nächsten Punkt bringt, und das sind die Fähigkeiten oder besonderen Fähigkeiten, die dieser Mond im Krebs hat. Natürlich ist das starke Einfühlungsvermögen des Krebs eine Besonderheit, die ihm es auch ermöglicht, gewisse Dinge zu manifestieren.
Also grundsätzlich gilt ja, wie ich schon gesagt hatte, wenn ein Tierzeichen in seinem Herrscherplaneten steht, dann ist dessen Wirkung doppelt ausgeprägt. Und das ist ja beim Krebs zum Beispiel auch so, dass die Emotionen doppelt so stark sind. Aber er hat eben auch die Möglichkeit zum Manifestieren. Also alles, was er denkt und glaubt, kann er verdoppeln. Hat er also negative Gedanken, kann er dazu neigen, die Dinge noch schlimmer zu machen. Aber er hat also auch die Fähigkeit, positive Dinge ins Leben vorzurufen. Und das ist nämlich das Zeichen Krebs im Mond, ist so, dass es, wie ich gesagt habe, ja mit einem gewissen Karma kommt. Aber er die Möglichkeit hat, auch dieses Karma aufzuarbeiten. Und das kann er, weil er eben das Beste in allen Menschen sieht. Und wenn er lernt, das auch in sich selber zu sehen, dann kann er damit sehr viel Gutes tun und sehr viel Karma heilen. Weil wenn man sich selber liebt und schätzt und das aber auch so weitergeben kann an andere, dann ist das etwas, was andere Leute von einem lernen können. Und das ist genau das, was der Mond im Krebs in diesem Leben wirklich schaffen kann. Und zwar eben das Leben von anderen Menschen zu verbessern. Und ich weiß, wenn du dieses Zeichen hast, bist du vielleicht jemand, der eben sehr, sehr emotional ist und der vielleicht auch gewisse familiäre Geschichten hat, die ihn sehr, sehr belasten oder er immer noch in sich trägt. Aber wie gesagt, setzt du dich damit auseinander, dann hat der Mond im Krebs wirklich ein großes, großes Potenzial, in diesem Leben auch eine gewisse Ruhe zu finden. Also eine gewisse Stabilität und Sicherheit, wo er eben nicht mehr davon übermahnt wird oder immer eingeholt wird. Und hast du aber das Gefühl, dein Mond ist nicht im Gleichgewicht? Also der Mond im Wasser, grundsätzlich neigt er eben dazu, vielleicht in diesen tiefen Emotionen ja, zu drinnen zu sein. Oder vielleicht sogar auch sehr, sehr distanziert von den eigenen Emotionen zu sein. Und da ist es ganz wichtig, weil du eben sehr, sehr anfällig für deine Umwelt bist, ist es etwas, wo man sagt, dass der Mond im Krebs wirklich schauen muss, wie sieht mein nahes Umfeld eigentlich aus? Welche Menschen sind in meinem Leben, die vielleicht mir nicht gut tun? Wie wohl fühle ich mich eigentlich in meiner Umgebung, also in meinem Zuhause? Und das ist etwas, möchtest du deinen Mond im Krebs heilen oder hast das Gefühl, es ist nicht in Balance, dann würde ich dir raten, kreiere dir ein Safe Space. Also mach dir einen sicheren Ort, an dem du dich wohlfühlst, an dem du zur Ruhe kommen kannst, wo du ja, wieder neue Energie tanken kannst. Und ich hatte es ja gesagt, wenn man zum Beispiel sich zu sehr überschwemmt fühlt von seinen Emotionen, dann musst du an Wasser denken, dass wenn es zu feucht ist und zu dunkel, dann fängt das an zu modern, also zu schimmeln oder so. Also auch der Mond im Wasser braucht Licht, also das Element Luft und Sonne, also Feuer. Von wegen, also du musst auch rausgehen, du musst in Kontakt mit anderen Menschen treten, also du musst das Wasser auch ausbalancieren. Und man würde zum Beispiel auch sagen, wenn man zu emotional ist, dann sollte man in die Wüste gehen, in etwas, wo es sehr, sehr trocken ist. Oder man, es klingt banal, aber es ist wirklich so. Oder wenn man meint, man hat irgendwie keine Verbindung zu sich selbst, dann müssen Menschen mit dem Mond im Wasser ans Wasser gehen. Also an einen Fluss, an einen Teich, am besten ans Meer. Weil eben deine Umwelt wirklich einen starken, auch positiven Einfluss auf dich nehmen kann. Und dir helfen kann, wieder in Kontakt mit deinen eigenen Emotionen zu kommen und dich selber vielleicht auch wieder in Einklang zu bringen. Und wenn du schon dein Zuhause hast und du sagst, du machst schon gut genug für dich und nimmst dir deine Zeit für dich, kann es aber auch sein, dass du vielleicht es brauchst, dich vielleicht mit deiner Familienherkunft mehr auseinanderzusetzen, weil der Krebs oder das vierte Haus regiert ja auch so ein bisschen die Geschichte, also familiäre Geschichte, Herkunft, Vorfahren. Also das könnte etwas sein, was dir auch viel hilft, dich besser selber zu verstehen oder kennenzulernen, zu verstehen, was ist eigentlich in meiner Familie passiert, welches familiäre Karma habe ich vielleicht sogar in mir drin, was ich eben in diesem Leben bereinigen kann. Ja, ich glaube, das sind so die Basic-Tipps, die ich auf jeden Fall dir mitgeben würde. Und das war ziemlich viel für den Mond im Krebs, ich weiß. Es ist auch ein sehr emotionales Thema und deswegen habe ich mir auch viel Zeit gelassen und versucht, das so gut wie möglich für euch aufzuarbeiten. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Sag mir doch gerne mal, wie du das so für dich erlebst, dieses Mondzeichen zu haben, weil das interessiert mich natürlich auch. Und vielleicht schaust du dir ja auch die anderen Videos an, damit du ein bisschen besser verstehen kannst, wie andere denn so reagieren. Und ich denke mal, wir lassen es jetzt dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal.